Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Psychosomatische Nachtvorlesung nachgefragt. Wir haben heute einen Gast aus der Asklepios Klinik Harburg bei uns. Herr Dr. Breiter wird sich mit uns unterhalten über die Logik des Verrücktseins. Er hat nämlich darüber ein Buch geschrieben, was Sie hier schon einmal eingeblendet sehen können. Herr Dr. Breiter, was versteckt sich denn eigentlich hinter diesem Buchtitel? Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ehrlich gesagt hat sich den Titel der Verlag ausgedacht. Mein Arbeitstitel war eigentlich ursprünglich der geteilte Raum, weil ich unterstreichen wollte, dass das, was uns als Menschen wesenhaft im Kern ausmacht, wie für andere Primaten auch, aber bei uns verdichtet sich das nochmal zu einer gewissen Dramatik, wir vor allen Dingen Raumteiler sind. Also Wesen, so wie wir beide jetzt auch einen Ereignisraum miteinander teilen, der Mensch darauf angewiesen ist, immer einem Gegenüber zu begegnen. Und dass da in der Begegnung mit dem anderen kann sich was Positives entwickeln oder auch was Negatives. Also zum Beispiel nicht dazu zu gehören, aus einem geteilten Raum ausgeschlossen zu werden. Das sind Dinge, die uns im Inneren erreichen und auch stark mit unseren seelischen Krisenzeiten, die wir dann in der Psychiatrie als Krankheiten bezeichnen und behandeln, stark damit verbunden ist. Und Sie möchten also mit diesem Buch versuchen, die Psychiatrie als ein abstraktes Gebiet, was viele Menschen auch nicht so richtig verstehen oder fassen können, uns näher zu bringen, ja, die wir nicht tagtäglich damit zu tun haben. Genau, das Buch richtet sich vor allen Dingen an Nicht-Betroffene, aber auch Betroffene, also Psychiatrie-Erfahrene, wie auch Fachleute, die in der Psychiatrie arbeiten, können unter Umständen daraus profitieren. Mein Anliegen war, aufzuzeigen, was eigentlich in Menschen, die in seelischen Krisenzeiten sich befinden, was im Inneren da stattfindet, also welche Dramatik und welche bedeutenden inneren Dinge da eigentlich erlebt und durchlitten werden müssen, und wollte aufzeigen, wie es überhaupt vorstellbar ist, dass der Mensch in bestimmte oder auf bestimmte Art und Weisen seelisch dekompensieren kann. Das war mein Anliegen. Und Sie vergleichen in Ihrem Vorwort ja versuchen die Psychiatrie mit dem Periodensystem der Elemente so ein bisschen zu vergleichen. Das Zettelkastensystem ist so ein Stichwort. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das Zettelkastensystem ist die Art und Weise, wie die Psychiatrie aktuell arbeitet, und gewinnbringend wäre, wenn das Zettelkastendenken überführt werden könnte in ein periodisches System, das vergleichbar ist dem periodischen System der Chemie, wo bestimmte Wechselwirkungen und Zusammenhänge im strukturalistischen Sinne, wie man das nennt, vorhergesagt werden können. Aktuell arbeitet die Psychiatrie, und damit ist sie isoliert innerhalb aller medizinischen Disziplinen, so, dass sie bei Menschen bestimmte Symptome sieht, klassifiziert und in diagnostischen Einheiten zusammenfasst. Also die Syndrome bestehen dann aus einzelnen Symptomen. Das bedeutet, depressiv ist man, wenn man über einen definierten Zeitraum eine bestimmte Punktzahl sozusagen einer Checkliste an Symptomen erlebt, dann fällt die Diagnose einer Depression. Warum Menschen eigentlich generell depressiv werden können, jenseits des Einzelfalles, also was uns überhaupt verletzlich macht und was die Depression vielleicht auch im sozialen Kontext bedeutet, das interessiert die Psychiatrie nicht in dem Maße, sondern sie, wie es wünschenswert wäre aus meiner Sicht, sondern sie gibt sich mit dieser Klassifikation, mit der Operationalisierung, wie man das im Fachbegriff nennt, zufrieden und therapiert dann medikamentös, wie auch mit gezielten psychotherapeutischen Möglichkeiten. Aber eine Gesamtschau ermöglicht dieses Zettelkastendenken nicht. In meinem Buch versuche ich, einen ersten Vorschlag zu machen, wie die Seele im strukturellen Sinne aufgebaut sein könnte, welche Rolle da die individuelle Entwicklung hat, aber auch die evolutionäre Geschichte, die wir ja alle teilen, und wie die Seele in ihrem Gesamtzusammenhang funktionieren könnte. Ist natürlich auch nur eine Modellvorstellung, die aber das ein oder andere im Verständnis erleichtern könnte. Sie sagten vorhin im Vorgespräch, dass Sie vor 10 Jahren ungefähr sich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt haben. Was hat Sie konkret dazu bewogen, diese, sage ich mal, Neuerung in der Psychiatrie zu entdecken? Ja, so ein gewisses Unbehagen, sage ich mal, wie die Psychiatrie eigentlich funktioniert. Für mich war ein ganz stark ausschlaggebend, überhaupt Psychiater zu werden, eine Vorlesung am Ende meines Studiums. Psychiatrie liegt da leider ganz am Ende erst. Und da, das war eine Patientenvorstellung, und da ist ein Patient aufgetreten, der
psychotische, manische Symptomatik hatte und davon erzählte, dass er einige Wochen vorher mit Ronald Reagan und Walt Disney zusammen auf Schloss Neuschwanstein konferiert habe und dann den versucht hat, einen Sprengstoff zu verkaufen, der, zeigt er so in den Hörsaal, die Hälfte des Hörsaals angefüllt, ungefähr die ganze Welt in die Luft sprengen könnte. Den gleichen Patienten konnte man dann 2 Wochen wieder in der Patientenvorstellung sehen. Und dann kam er nicht mehr psychotisch-manisch, eher so subdepressiv. Vorher war er so ganz großenhaft, mit viel Raumgreifen sozusagen, seinem Ausdrucksverhalten. Kam man ganz vorsichtig auf die Bühne, ganz verschüchtert durch diese Patientenvorstellungssituation. Die Bühne war der Hörsaal und sagte, ja, ich bin ja wieder psychotisch-manisch gewesen und jetzt bin ich wieder auf dem Boden der Realität. Und das war für mich die Initialzündung, überhaupt Psychiater zu werden, mit dem inneren Anliegen sozusagen jenseits der Vorstellung, der romantischen Vorstellung, ich möchte Menschen helfen, war meine erste Initialzündung die Vorstellung, wie kann das sein? Ja, was sagt das über uns Menschen aus, dass Menschen in Krisenzeiten in diese ein oder andere Richtung dekompensieren? Das habe ich in der Psychiatrie nicht beantwortet gefunden. Also Sie wollten der Sache eigentlich auf den Grund gehen. Woher kommt das eigentlich auch bei diesem konkreten Patienten? Warum ist er so geworden? Hat das irgendetwas mit seiner Vorgeschichte oder mit unserer Vorgeschichte mit eigentlich zu tun? Unserer aller Vorgeschichte, ja. Der Ansatz ist ja eher so ein bisschen entfernt von der individuellen Geschichte des Patienten. Da ist die Psychiatrie ja sehr bemüht, das zu verstehen. Also warum erkrankt er ausgerechnet jetzt? Aber was mich initial sehr interessiert hat, war, wieso können Menschen überhaupt psychisch krank werden? Und warum scheinbar in bestimmten Mustern, die ja auftreten, sonst könnten wir gar keine Krankheiten herausfiltern. Wenn jeder anders psychisch dekompensieren würde, könnte es ja nicht einen gemeinsamen Nenner geben, der Dekompensation, den man dann Depression, Manie oder Psychose nennt. Und dieser Grundwunsch sozusagen, den habe ich in der Psychiatrie nicht erfüllt gesehen. Was meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass die Psychiatrie eben bisher, und das gilt auch für die Psychosomatik, bisher nur mit einem Auge auf den Patienten schaut, wie ich vorhin schon sagte, bezogen auf seine individuelle Entwicklung, ja, von der ersten Geburtssituation bis zu seiner aktuellen Lebenssituation, erweitert um den kulturellen Kontext, in dem er sich bewegt. Das ist die individuelle Geschichte, die uns alle unterscheidet. Aber daneben muss aus meiner Sicht eben die von uns allen geteilte evolutionäre Geschichte, die eine viel Millionen Jahre alte ist und die unser Gehirn in gewisser Weise strukturiert, mit einbezogen werden. Also man könnte auch sagen, zum Verständnis unserer selbst, sowohl in unserem gesunden Funktionsmechanismus wie auch in unseren seelischen Krisenzeiten, ist es nicht nur wichtig, die Kindheit des Menschen zu verstehen, sondern auch die menschliche Kindheit. Und wie wenden Sie dieses sehr komplexe Thema jetzt zum Beispiel in Ihrer konkreten Arbeitssituation? Sie haben erzählt, dass Sie in der Stressambulanz letztlich auch tätig sind. Wie wenden Sie das an oder Ihre Mitarbeiter? Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Wir wenden das zurzeit an in unserer Stresstagesklinik. Da werden Patienten behandelt mit mittelgradigen Depressionen, Burnout dann genannt, wenn es sich um Arbeitskontext ausgelöste Depressionen handelt. Da werden Patienten in einer Gruppentherapie, 10 Patienten über 8 Wochen therapiert und lernen in der Psychoedukation bei mir, die dann erweitert wird durch andere Gruppenangebote und Einzelgespräche, besser zu verstehen, wie kann es jenseits meiner eigenen individuellen Situation eigentlich dazu kommen, dass Menschen in depressive Krisenzeiten hineinstürzen. Also die Patienten haben dann auch ein besseres Verständnis für ihre eigene Krankheit, fühlen sich wahrscheinlich auch nicht so allein gelassen mit ihrer Problematik, sondern auch haben so ein gewisses, naja, Gruppengefühl, ist vielleicht ein bisschen läppisch gesagt. Doch, natürlich auch, deshalb ist es ja auch ein Gruppenangebot, weil Patienten natürlich sich gegenseitig auch im sozioemotionalen Sinne, könnte man sagen, in der Therapie auch Thermik verleihen, und es ihnen wieder besser gehen kann, weil sie eben beim anderen auch eine gleiche schicksalhafte Verdichtung der Lebensumstände sehen wie bei einem selbst. Da ist auch geteiltes Leid sozusagen halbes Leid. Aber die Patienten sprechen darauf eben auf diese Sichtweise gut an, weil trotz aller Aufklärung, seelische Krisenzeiten mit der Psychiatrie konfrontiert zu sein und die Diagnose Depression zu bekommen, immer noch was erheblich Stigmatisierendes ist. Und Patienten haben eher so das Gefühl, das ist doch etwas, was mich wegrückt von dem, was ich eigentlich bin. Aus meiner Sicht sind es eher Verdichtungszitate unserer anthropologischen Matrix, also des Wesens
der uns im Kern ausmacht. Und eigentlich rückt es uns zu uns selber hin und nicht von uns weg. Und das erleichtert Patienten enorm. Klingt und sicherlich auch Angehörige abstrakt. Und Familien, die dann nachvollziehen genau. können, warum sich das Ganze ja. vielleicht so auch ja. so entwickelt hat. Ja. Man verrückt eben nicht in eine ganz andere Existenz, sondern Teilaspekte von uns verdichten sich. Mhm. Das ist eine weniger stigmatisierende Sichtweise aus meiner Sicht und erleichtert die Patienten enorm, weil sie mich nicht zum Verrückten abstempelt, sondern als jemanden bezeichnet, der in der Krisenzeit ist, die auch wieder überwunden werden kann. Sie geben eigentlich auch einen gewissen Teil ab an so einer Last, unter der Sie leiden. Dieses Warum ich, warum hat es mich getroffen, ja, wie habe ich ja. daran Schuld, wie ist es dazu genau, gekommen? Es ist entstigmatisierend, es ist auch entschuldigend, weil in der Regel hat niemand was falsch gemacht. Weder der Betroffene, am Arbeitsplatz können Dinge natürlich schon falsch laufen, ja, aber manche Dinge, die am Arbeitsplatz falsch laufen, haben auch keinen persönlichen Schuldigen, sondern die Arbeitsumstände, wie sie eben aktuell sind, sind so gestaltet, dass sie unseren evolutionär gewachsenen Erwartungen an die Gruppe, in der wir uns bewegen, nicht entgegenkommen. Und also wenn Sie in Betracht ziehen, dass unser Gehirn vermutlich darauf angelegt ist, in einer Gruppe von vielleicht 100 bis 150 Individuen zu leben, die sich alle Jahre lang kennen, die noch in hohem Maße miteinander verwandt sind und in einem Verhältnis stehen, wo jeder sehr auf den anderen angewiesen ist, also eine große Form von Wechselseitigkeit stattfindet, dass unser Gehirn darauf vorbereitet ist und das, was wir Depression nennen, auch der Versuch ist, im Rahmen einer gewissen Kränkungssituation zu signalisieren, ich kann nicht mehr, ich brauche deine Unterstützung, dann fällt diese soziale Geste, die man auch in gewisser Weise als Kapitulationsoffensive nach außen bezeichnen könnte, in unseren sozialen Kontexten völlig ins Leere. Wenn Sie von Ihrem Vorgesetzten verletzt werden, Sie reagieren gesund, depressiv, mit einer Unterwerfung, indem Sie sich immer weniger zutrauen, um den anderen zu signalisieren, ich werde dir nicht gefährlich, und landen in der Krankschreibung, da kommt Ihr Chef nicht nach Hause und sagt, da habe ich wohl einen Fehler gemacht, sondern unser anonymisiertes System hebelt sozusagen diese evolutionär gewachsene Wunderwaffe aus und die richtet sich schließlich gegen uns selbst, weil sie immer weiter geht und es bleibt die soziale Antwort aus, auf die ich hoffe, und das depressive Geschehen nimmt seinen Lauf und nimmt wahrscheinlich nur in unseren speziell anonymisierten Lebensumständen diese teilweise dann auch chronifizierten schwierigen Verläufe. Und wenn Patienten das so hören, ich erzähle das natürlich nicht etwas ausführlicher jetzt, als ich das vielleicht hier so sehr zugespitzt, verdichtet, abstrahiert schildern kann. Das entlastet Patienten enorm. Und es schafft, weil es keinen Schuldigen im engeren Sinne gibt, schafft es Freiräume, weil man eben nicht sagen muss, ja, wir können mal überlegen, was hat Ihr Problem mit dem Vorgesetzten vielleicht mit Ihren Autoritätskonflikten zu tun, die was mit Ihrem Vater zu tun haben könnten. Das macht es sofort brisant und diese Sichtweise, die ich vorlege, führt Patienten sehr zu einer Gesprächsfähigkeit hin. Und das ist ja das Wichtige in der Therapie, dass Patienten gesprächsfähig werden. Sie sprachen jetzt von dieser anonymisierten Gesellschaft oder anonymisierten Arbeitswelt, unter der wir zu leiden oder zu leben haben. Haben Sie in den letzten Jahren bemerkt, dass sich das auch verdichtet und zunimmt, dass Patienten da erhebliche Ansprache bedürfen? Ja, ganz sicher. Also es gibt ja auch Statistiken darüber, die anzeigen, dass die Depression als Krankheit weiter zunimmt. Also die Krankschreibungsquoten wegen Depressionen nehmen zu. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass die Depression als Erkrankung selber zunimmt. Hat auch was mit Entstigmatisierungsphänomenen zu tun, dass man eher auch mit Depressionen krankgeschrieben werden kann als vor 20 Jahren vielleicht. Zunehmend tut das ganz sicher. Da sind sich, glaube ich, auch alle Fachleute einig, in welchem Maße, ist vielleicht ein bisschen wissenschaftlich umstritten. Unsere Beobachtung ist auf jeden Fall, dass es auch zunimmt, weil sich auch im Rahmen der Globalisierung die Arbeitswelt immer mehr verdichtet. Wenn wir nochmal uns vergegenwärtigen, wir sind gemacht für ein Leben mit 150 Individuen, jeder kennt jeden, jeder ist auf jeden angewiesen und es gibt keine engere Trennung zwischen Berufsleben und Privatleben. Dafür ist unser Gehirn gemacht. Diese Lebensweise am Rande erwähnt hat natürlich auch erhebliche Nachteile. Ja, die soziale Kontrolle ist eine immense
Und was uns so wichtig ist, Individualisierung leben zu können, das geht natürlich gerne im Uniformierungsversuch der Gruppe eher unter. Also ob wir dahin zurück sollten, glaube ich auch nicht unbedingt. Aber dieses Gehirn, das in großem Maße auch bereit ist, sich zu identifizieren mit Zielen der Gruppe, trifft auf eine zunehmend globalisierte Arbeitswelt, in dem die Arbeitswelt vom Betroffenen alles abfordert. Ja, es wird gefordert, dass er alles gibt, was er an psychischen Fähigkeiten hat. Also, dass er sich identifiziert mit der Firma, mit dem Vorstand, mit den Vorgesetzten, mit den Mitarbeitern, mit seinem Büro und mit dem Produkt. Das ist alles ein bisschen viel. Das ist alles ein bisschen viel, weil es letztlich nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, Sie können nach 40 Jahren Arbeit, nach einer Krankschreibung von, ich weiß nicht, 3 Wochen ungefähr, bekam er die Kündigung per Post zugeschickt. Das ist eine Kränkung, die müssen Sie erstmal verdauen. Mit der wird man nicht so leicht fertig. Mit der wird man nicht so leicht fertig. Und als Vergleich vielleicht, der ist auch etwas zugespitzt jetzt, wie gesagt, einen Schuldigen gibt es auch nicht wirklich auszumachen, aber wenn man sagt, der Manchester-Kapitalismus der frühen Industrialisierung hat die Menschen körperlich ausgebeutet, so macht das der Psychokapitalismus eigentlich heute mit den psychischen Kapazitäten, die der Betroffene zur Verfügung hat. Und dass es ein Gehalt gibt, ist schön und das ist auch wichtig, da kann ich mir was für kaufen, da kann ich auch meinen Selbstwert mit stabilisieren, aber der Arbeitnehmer zieht den Selbstwert nicht nur vom Gehaltsstreifen, sondern auch von der Anerkennung. Der Wertschätzung. Und von der Wertschätzung. Und wenn Sie mit einem Arbeitsplatz plötzlich konkurrieren, der nicht aus Ihrem Team kommt, vom Kollegen nebenan, sondern mit irgendjemandem, den Sie gar nicht kennen, in Indien und den Kürzeren ziehen, oder wenn das nur drohend im Raum steht, dann können Sie darauf depressiv reagieren, spielen die soziale Karte ins Außen, und es kommt keine Antwort und Sie werden richtig krank. Das ist also ein ganz komplexes Thema, was wir behandeln. In die Logik des Verrücktseins findet man Antworten auf viele Fragen wahrscheinlich darauf. Also es ist ein Buch, nochmal darauf zurückzukommen, für Betroffene, für Angehörige, für Ärzte, für alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und für jeden, der generell über die seelische Funktionsweise im Gesunden mehr verstehen möchte. Weil aus meiner Sicht die Psychiatrie nicht nur den psychisch Kranken viel zu sagen hat, sondern eigentlich als anthropologische Disziplin den noch glücklich Gesunden auch viel mitzuteilen hat. Ja, Herr Dr. Breiter, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben viel gelernt. Ich zeige nochmal dieses schöne Buch mit dem Titel Die Logik des Verrücktseins und freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung in unserer Reihe Psychosomatische Nachtvorlesung nachgefragt. Bis bald.